Einer der Männer schlug wieder mit dem Hammer auf die Felsplatte, sodass die Erde zitterte. Und danach zeigte der Mann mit dem Hammer auf Fischbein und Fleischklops. Die Kiesklopse flogen zu ihnen. Was habt ihr denn? Ihr seid frei! Fleischklops, pass auf! Die Kiesklopse griffen an. Fischbein konnte ihnen mit Fleischklops um Haaresbreite entwischen. Hicks sah nur eine Möglichkeit. Weg! Der Drachenjäger schlug weiter mit dem Hammer auf die Felsen und die Kiesklopse wurden immer aggressiver. Mach schon! Ja! Die Kiesklopse verfolgten die Freunde und sie waren unglaublich schnell. Sie holten die Zwillinge ein. Toll! Ab links, Kotz! Nach links! Es gibt's! Ohne Zahn, die Zwillinge schaffen es nicht, vor den Kiesklopsen abzuhauen. Wir müssen sie von ihnen weglocken. Ohne Zahn feuerte den Kiesklopsen einen Plasmaschuss vor die Füße. Bahn frei! Ich glaube, wir haben es schon geschafft. Die Kiesklopse verfolgten nun Hicks und Ohne Zahn. Dabei rollten sie sich zusammen, sprangen hoch und ließen sich auf den Boden fallen. Wieder entstand eine gewaltige Druckwelle. Ohne Zahn wurde von ihr erfasst und konnte sich kaum noch in der Luft halten. Fischbein erkannte das Problem. Fleischklopschen, die haben keine Chance gegen die aufgebrachten Kiesklopse. Ich verstehe die Drachen besser als irgendwer sonst. Ich bin der Einzige, der sie aufhalten kann. Fischbein flog auf die Kiesklopse zu und stellte sich ihnen in den Weg. Hicks konnte es nicht glauben.